Welcome back, lecker, lecker, hallo, zu einer neuen Episode von Turmoilio, Oilio, 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 Oilio. So, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute ist mit weniger Schleim, aber hoffentlich mehr Öl. Wir wissen nicht, was passiert, es wird alles auf uns zukommen. Eines Tages werden wir dieses Spiel auch nochmal richtig spielen, denn ich spiele es grundsätzlich falsch. Jetzt auf einmal muss ich Rohre in die Gasvorkommen stopfen. Wer kommt denn auf solche Ideen? Leute, beruhigt euch mal ein bisschen. Wir drillen direkt los. Wir drillen direkt los, wir sind drin. Und unsere Nasen sind nur noch halb verstopft. Oh, kein Scanner bitte, ein Maulwurf bitte. Und dann bitte einmal hier noch den alten Lümmel mit der Rute. Denn das mögen wir, die Rutenboys. So. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wo haben wir Land gekauft? Was ist los? Was ist das Ziel des Tages? Warum sehen wir nicht ein Pferd in die Hand? Das ist doch Quatsch. Komm, Türmchen, Türmchen für das Würmchen. So. Effiziente Methoden sind mir egal. Das Ziel ist der Weg. Okay, da dippen wir gut oder dippen wir vorbei? Ne, wir dippen ganz gut. 2, 3 Pferde hier direkt bitte vollsaugen lassen. Solange der Kurs noch fett ist, machen wir direkt hier die volle Möhre rein. Um uns ein schönes Startgehalt zu verdienen. So. Und nochmal hier so einen obligatorischen Mauli-Maul. So, Leute, jetzt pumpt den Karren leer hier. Ach so. Schön verticken, schön verticken. Da unten haben wir eine Gasblase gefunden, ist sehr gut. Vielleicht werden wir nochmal einen eigenen Gasturm entwickeln. Mal schauen. Mehr Maulwürfe, wir brauchen mehr von diesen wunderbaren Maulis. Oder hier mal einen fetten Scan einfach machen jetzt, kabam. Fetten Starts. Wowiwa, okay, alles klar, habe ich verstanden. Wir brauchen hier noch eine Plattform, bauen die aber so weit rechts wie möglich. So, damit wir hier auch ein paar Abzweigungen haben, stopfen wir das da rein. So, 2 Türmchen, 2 Würmchen, würde ich mal behaupten, hä? Oh gut, das läuft gut, das läuft gut. Make a scan foundation. Aha. Die große Make a scan foundation weiß Bescheid. Hier nochmal für 200. Ist ein bisschen, oh ne, jetzt bitte hier verkaufen, aber auch nur noch halb so viele. Und für den Rest baue ich jetzt schon mal hier ein großes Silo. Das müssen wir irgendwie leer kriegen. So, Maulwürfe bitte nochmal in die Erde. Ist hier echt so wenig Öl? Glaube ich ja jetzt nicht, ey. Sieht echt nicht so gut aus, Leute. Sieht echt nicht so gut aus. Aber wir können, glaube ich, immer nur 1 pro Ding, oder? Wir können 2 Gasvorkommen, kann ich nicht gleichzeitig vergrößern, oder? Mir war irgendwie so. Mir war irgendwie so, dass das nicht geht. Aber kann ich das so machen? So, jetzt kommt mein Experiment der obersten Güteklasse, Leute. Das wird mich wahrscheinlich dann hinterher meine Statistik kosten, aber es macht mir nichts. Könnte mal ein bisschen mehr Öl verkaufen, bitte schnell. Damit es ja auch mal ein bisschen schneller vorangeht. Ah, ich muss sie noch größer machen. Na komm, hier, ich nehme mal einen 500er. So. Wir können die mehr pumpen. So, mal gucken, ob sich das Schwitzen lohnt hier, ne? So, den haben wir gleich eh leer gelunzt. Jetzt mal wieder ein paar weniger hier vercheckerlerin. Sollte eigentlich gehen, oder?
Jetzt holen wir uns hier die Billigscans hier unten am Rand. Oh, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen von den Kollegen. Es ist April und wir saugen ganz gut. Wir haben hart investiert. Moment, apropos hart investiert, bitte hier rüber. 3-4 Mann. So, hier machen wir mal dieses Rohr ein bisschen dicker. Hier auch. Kommen wir schneller ran an das Sub, ne? Kommen wir schneller ran an das Sub. Das jetzt auch eigentlich hier erstmal wegpumpen. So, pumpen wir erstmal ganz relaxed. Ich glaube, das ist echt gerade alles, was ich rausholen kann, ne? Ich finde hier keine kleinen Pfützchen mehr. Also dann lieber echt nochmal in ein anderes Silo investieren und dann gucken, dass wir hinterher mit dem Gas dann irgendwie Gewinn machen, ne? Meint ihr, hier wird noch ein Super-Silo hinpassen? Eher weniger, oder? Für den Kurs gerade kann ich auch leider nicht verantworten, noch mehr. Leih mir mal noch Geld und guck mal, ob ich hier... Das könnte... Na, ne. Wohl... Doch. Trau mich. Ich trau mich. Falls wir mehr Silos brauchen, vielleicht kommt auch noch ein guter Kurs, dass wir nochmal zwischendurch vom eigenen Öl ein bisschen zehren können. Aber jetzt ist Juni und jetzt saugen wir das erstmal leer. Es sieht nämlich nicht so aus, als könnten wir jetzt noch riesige Gewinne einfahren. So, hier kommt gerade ein guter Kurs zustande. Ein paar Tropfen verkaufen. Einfach mal fürs Bare, ne? So, jetzt haben wir zwei Super-Silos. Tanken, tanken, tanken. Bringt alles nichts, gell? Dann gehen wir einen Scan machen. Da sehe ich leider nichts mehr für uns. Schade, war das andere Silo auch Quatsch. Naja. Komm, aber ey, für den Kurs vielleicht doch nochmal eben ein bisschen was verchecken. So zumindest irgendwie ein bisschen Scannergeld haben. Wo fährt er jetzt hin? Juli. Komm schon, Mr. Juli. Wir müssen mal hier... Wo sind die Scan-Spots, Boys? Komm, hier muss da irgendwo noch ein bisschen Saft sein, Leute. Das kann nicht sein, dass jetzt schon alle ist. Das ist echt alle. Das ist echt alle. Wir haben nichts. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr, Leute. Gar nichts. Okay, dann machen wir einen zu den Turm. Nee, bitte auch jetzt nichts mehr verkaufen, danke. Nein! Hä? Was soll denn das? Leih mir mal noch Geld.
So. Pass mal auf. Dann mache ich das hier runter. Das hier runter. So, wir öffnen das Ding. Ach Gott, wieder kein... Ey, jetzt habe ich mir richtig viel Geld geliehen. 2,5 muss ich zurückgeben, ey. So, oh, kacke, ey. Kein Öl mehr gefunden, nichts. Gibt's doch nicht. Das war echt ein Kackfeld. Aber die Frage nach meiner Gasstrategie hat auf jeden Fall Sinn ergeben. Ich habe leider auch kein Geld, doch für ein Pferd habe ich noch Geld. Dann geben wir das auch noch aus. Wir haben keine Turbopferde jetzt. Es ist beschissen. Es ist beschissen. So, das eine Ding ist gleich, wenn das eine Ding gleich alle ist, beziehungsweise irgendwie fast alle. So, jetzt bitte aufsaugen und verkaufen. Dann noch ein Turbo einlegen, bitte. Das ist leider alles, was ich rausholen kann jetzt aus dem... Ein paar Pferde mehr, damit es schneller geht, aber... Ah, Mist, Mist, Mist. Ah, optimale Mischung war es jetzt nicht, ne? Aber... Ah, noch gut was los geworden. Das ist echt schwierig, dann mit so wenig Öl dann noch... Pferdemanagement habe ich auch immer noch nicht ganz so drauf, aber hey, was soll's? Wer braucht Pferde? So, da haben wir's, oder? Weg mit der Soße. Ja. Level anhalten bleibt nichts. Ah, boah, da oben noch ein Diamant, aber ansonsten sämtliches Öl, alles Öl verkauft, sämtliches Gas, sehr gut. Wenigstens die letzten Dollar noch rausgeholt, so gut es ging. Aber das war echt nicht das beste Feld. So, was gibt's bei Daphne? Kyle, 76. William sagt 10%. Ach, Quatsch. Oh Gott, Larry hat so viel Geld, Alter. Und Henry auch. Aktien. 5%. Ich wette, die werden so viel Geld jetzt ausgeben für 5%. Die werden so viel Kohle ausgeben. Da kann ich wahrscheinlich nicht mal richtig mithalten. Ah, doch kann ich. Hier, ich hau euer mein Geld raus. 48. Ich muss ja so auf 51% oder so kommen, damit es mir gehört, ne? Weil kaufen muss ich jetzt eh nichts mehr. Ich brauche eigentlich nur noch Geld für Land und, ja, boah, hier ist ein 25er Feld. Wie ätzend ist das denn? Vielleicht ist hier noch was. Ah, da wollen sie jetzt alle hin, ne? Ich meine, am Ende ist es doch egal, wie viel Geld man in der Tasche hat oder nicht. So, siehst du, guck, schaffen wir sogar noch eine Doppelbohrung heute. Alles klar. Legen wir los, kaufen müssen wir nichts mehr. Mauli Maulwurf, boah, 1,31 direkt da vorne, Wünschelrutenmann. Leute, Leute, hier ist gerade ein guter Kurs. Damit könnten wir ein gutes Startgeld bekommen. Wenn wir einen schnellen Stich hinkriegen. Oh. Gleich hier so ein Doppelstecher. Jetzt fährt er mit so einem kleinen Mini-Spritzer Öl hier irgendwie über die Karte, ne? Es ist auch eigentlich nicht so super schlau, aber... Ah, meine Güte, was soll's. Suchen wir mal hier einen ordentlichen Scan. Oh ja, oh yeah.
Los, verkaufen. Ich habe Öl gefunden, jede Menge. Jede Menge Oily-Oil. Komm, Oily-Oil, komm schon. Da ist noch mehr. Fahrt mal schön verkaufen. Fahrt mal hier alle verkaufen. Da gibt's gerade mehr für den Preis von weniger. Okay, Ladies, das läuft. Das läuft. Dann machen wir hier fette Scans am besten einfach. Auch wenn es gerade gar kein Geld gibt und mich richtig ankotzt, aber egal. Wir haben genug Reserven. Boah, da unten ist noch was. Okay, pass auf, das kriegen wir hin. Weil der so dünn ist, kommt da nichts durch, hä? Ja, gib mal hier, sind 10%, juckt mich nicht. Braucht das Ding jetzt hier. und zwar mache ich das jetzt erstmal, ja, das ist schon ganz gut hier, machen wir das mal dahin. Sobald ich ein bisschen Geld habe, immer schön die Maulwürfe setzen. Komm, solange ich noch keine Silos habe, ist eh egal. Da unten ist noch mehr Oily Oil gefunden worden. Ich brauche halt noch so ein paar Gasmaulwürfe, die mir sagen, wo Gas ist. Und wenn das einzige Gas ist jetzt, dann ist das Kacke. Das ist gut. Gute Sticheigenschaften gehabt heute. Da ist wieder ein guter Kurs gerade. So. Das Ding mal erhöhen. Boah, wir können hier richtig abzapfen. Das ist das einzige Gasvorkommen. Das ist übel. Das ist übel, Leute. Machen das schon mal zu hier. Nichts zu sagen, das Ding. Los, ich brauche mehr Geld. Hier drüben. Schnell. Oh Gott. Es ist April. Da unten ist noch ein Gasvorkommen. Das kriegen wir alles gar nicht leer. Leute. Werde ich jetzt durchgehend verticken irgendwie.
Obwohl, warte mal, können wir jetzt nicht einfach noch einen zweiten Turm nehmen und den hier mit an die Leitungen schließen, um einfach mehr Saugkraft zu erzeugen? Müsste gehen, oder? Ich den jetzt... Achso, erstmal hier oben noch das Rohr dicker machen. Ich den jetzt damit da dran hänge und da dran, dann müssten wir doch eigentlich viel schneller sippen, oder? Müssten wir eigentlich viel schneller sippen. So, ist gerade ein guter Kurs. Also weiter verkaufen. Wir sippen Double. Bisschen was für die Silos. So, schnellere Horses. Da oben die Gasblase wächst vor sich hin. Juli, es ist Juli. Okay, pass auf, dann. Hier, die verkaufen mehr gerade. Aber nur 3 Stück, den Rest könnt ihr da ins Zentrum pumpen. Uns hier noch den Gasomat. Wir müssen alles irgendwie wegscannen jetzt noch. Wer weiß, was sich hier noch so verbirgt im Land der Freude. Was sieht nicht so aus, als wäre hier noch viel zu holen, oder? Ja, die können ein bisschen weiterverkaufen, weil wir, denke ich, noch mehr Geld brauchen werden. Was habe ich jetzt hier eigentlich für eine Veranstaltung gemacht? Es sieht richtig bescheuert aus, aber ist egal. Hauptsache, wir kriegen es leer gesaugt. August. Okay, pass auf, weg damit. Der Rest kommt in die Silos. Eine große Investition. So können wir es schaffen. Dann sind die da hinten nämlich bald leer. Dann werde ich mir irgendwie einen Weg raussuchen, um hier nämlich... Obwohl, das dürfte ja dann auch gehen, ne? Aber ich will den jetzt noch nicht anstechen. So, wir gehen daran. Das auch schon mal, es ist September. Ach, Kacke, ey. Ich habe die Türme, ich hätte sie eng aneinander stellen sollen. Ich wusste es. Ich wusste, dass das nochmal schief läuft. Ich wusste, dass das schief geht. Wir schicken mal 3 Leute zum Verticken. Jetzt müssten ja eigentlich bald hier alle leer sein.
Ich schick mal noch hier, falls wir, vielleicht finden wir noch einen Diamanten oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich schließe den Turm. Ich schließe den Turm. So, da tut sich jetzt auch nichts mehr auf, ne? Im Großen und Ganzen. Okay, das heißt, sobald die hier ein bisschen gezapft haben, geht's noch, ne? Sobald die hier ein bisschen gezapft haben, geht's noch. Okay, weil wir brauchen jetzt die Kohle. Also auf folgendermaßen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich mach das hier lang. Das hier schließe ich komplett ab. So, das ist offen. Wenn ich das jetzt öffne. Wenn ich das jetzt, es ist Oktober, okay. Ich wo geht das hin? Keine Ahnung, wo es hingegangen ist. Irgendwo nach da unten hätte ich es auch noch zumachen müssen, aber okay. Jetzt nichts mehr verkaufen, wir haben eh nichts mehr übrig. Okay, ich werde noch einen Haufen Pferde brauchen. Ich stock mal auf 20. Na, wenn wir so bei 250, 260 sind, könnten wir abpumpen eigentlich schon, oder? Obwohl, nee, wir warten. Wir warten. Mal eben hier. Kurz, dass ich sehe, wie viel noch da ist. Ja, komm, oder? Ab 3. Es ist noch so viel Gas da. Es ist noch so viel Gas da. Ja, komm jetzt. Wir fahren los. Bringt ja nichts. Bringt euren Saft weg, Leute. Bringt euren Saft weg. Zeit hätten wir nämlich jetzt auch nicht mehr viel. Aber zeitmäßig kriegen wir es weg. Zeitmäßig kriegen wir es runtergedödelt, denke ich mal. Oh yeah, oh yeah. Jetzt müssen wir es von da hinten holen noch alles. Holt mal schneller! Ist eigentlich ganz gut gelaufen. Hätte schlimmer laufen können. Mal gespannt, was wir verpasst haben. So, wunderbar. Dann Level anhalten. Jawolski. Oh, oder alles. Gas, Öl, alles verkauft. Ja, guck mal da. Golden Girl hat schon wieder zugeschlagen. So, dann schauen wir mal, wie viel Land und Aktien gibt es denn noch? 5%. Also muss ich jetzt im Endeffekt mein ganzes Geld ausgeben, wenn die jetzt dafür nicht so viel bezahlen wollen, und dann habe ich gewonnen. Aber komm, die werden doch jetzt bestimmt vor mir zuschlagen, oder nicht? Ja, sag ich doch. Das lassen die mich jetzt nicht kaufen. Das wäre ja richtig duhuhum. Aber dadurch, dass wir uns jetzt viel Geld gespart haben, können wir dann in der nächsten Episode vielleicht zuschlagen, wenn wir nochmal einen Fünfer kriegen. Komm, wir holen jetzt aber noch das Land vor der letzten Episode dann beim nächsten Mal, denke ich. Zweimal bohren noch. Naja, dafür wird es reichen. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Stopp. Abbruch. Das ist ja ätzend. So, hier auf OK. Also entweder hier zwischen, ich meine, der Streifen sieht ganz gut aus eigentlich, oder? Entweder ist hier zwischen jetzt gar nichts mehr. Oder halt der Jackalpot. Wissen wir nicht, werden wir sehen. In der nächsten Episode von
Tomoil. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen und ölreichen Tag. Schlabbert ordentlich die Nudel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.